Vor mehreren Jahren hatte ich einen richtig krassen Vorfall an einer Hobelmaschine. Das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen, dem etwas Ähnliches passiert ist. Deswegen werde ich euch das heute im Video mal schildern, was mir damals passiert ist. Und damit das halt eben bei euch nicht passiert, werde ich euch heute einmal zeigen, wie ich meine Hobelmesser mittlerweile tausche. Und darüber hinaus werde ich euch einige Hintergrundinfos geben, was zu beachten ist, damit das ganze Konzept stimmt. Der Messer raus, Messer rein ist immer einfach. Es gibt aber noch ein paar Punkte, die zu beachten sind. Es geht um stumpfe Hobelmesser. Wie erkennt man das überhaupt? Natürlich durchs Hobeln. Aus dem Grund habe ich erstmal ein Teststück an der Abrichte gemacht und danach noch ein Teststück an der Dickte. An der Abrichte merkt ihr relativ gut, wenn die Messer langsam stumpf werden. Das fühlt sich dann so an, wie als wenn ihr mit einem stumpfen Messer auf ein Holz klopft. Das gibt dann solche klackernde Schläge. Ihr merkt es dann auch beim Abrichten, dass ihr viel Vibration von der Maschine in eurem Brett merkt, denn ihr führt ja das Holz mit euren Händen über den Abrichttisch. Und wenn ihr sehr fest auf den Abrichttisch aufdrücken müsst und das Holz ab und zu schon wirklich flattert, dann ist es höchste Zeit, dass ihr die Hobelmesser einmal tauscht, denn dann sind sie stumpf. Das ist ein Zeichen, wo ihr es an der Abrichte merken könnt. Bei der dicken Hobelmaschine ist es nicht so einfach, denn da können erfahrungsgemäß die Hobelmesser ein bisschen länger drin bleiben. Das Hobelbild wird zwar dann nicht so schön, aber es funktioniert noch. Aber da merkt ihr es halt eben, dass die Maschine lauter wird. Es gibt nicht mehr so dieses schneidende Geräusch, sondern eher so ein hackendes Geräusch. Das ist schon prägnant. Achtet da mal drauf, wenn ihr nach diesem Video die Hobelmesser an eurer Maschine getauscht habt. Das merkt man schon relativ deutlich. Ich bin immer wieder erstaunt, wie massiv diese alten Maschinen gebaut sind. Denn allein oben dieser Deckel ist schon recht schwer. Und da kommen wir schon direkt zum nächsten Punkt. Achtet, wenn ihr die Hobelmesser tauscht, auf Sauberkeit. Das bedeutet, schaltet am besten die Absauganlage an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, und bläst die ganzen Späne direkt in den Absaugtrichter, der ja idealerweise irgendwo hinter der dicken Hobelmaschine sitzt. Das mache ich relativ penibel, dann kann ich auch mal gerade alles einmal überprüfen, ob irgendwo was komisch aussieht. Ein Punkt, den viele vergessen, sind die Hobelmesser leeren. Es gibt Techniken, wie man das ohne diese Teile hinbekommt. Bei der dicken Hobelmaschine wüsste ich jetzt nicht genau, ohne dass es extrem umständlich ist. Aber lasst es euch gesagt sein, gebt diese knapp 30 Euro aus, kauft euch diese günstigen Hobelmesser leeren, damit kommt ihr schon recht weit. Ich kann sie nicht hundertprozentig empfehlen, weil sie etwas gorgelig sind. Oben die Zehnteleinstellung ist auch zu nichts zu gebrauchen. Man kann damit die Hobelmesser tauschen. Ich habe es einige Male mitgetan. Aber die richtig geilen Teile sind es jetzt nicht unbedingt. Aber lasst es euch gesagt sein, kauft euch die Teile, packt die oben drauf, da habt ihr Magnete dran. Das macht es ein gutes Stück einfacher, auch später bei der Abrichte. Ich würde euch hier immer empfehlen, die Hobelmesser leeren an die gleichen Stellen zu setzen. Das bedeutet nicht mal 5 cm von außen, manchmal ganz außen. Gerade wenn ihr eine ältere Maschine habt, könnte es da zu Ungenauigkeiten kommen, weil das Messer auch recht lang ist. Wenn ihr die dann noch selber schleift, könnt ihr dort auch Ungenauigkeiten in den Messern haben. Also solltet ihr euch immer auf einen Punkt fixieren, wo ihr diese Hobelmesser leeren auch final dann wirklich draufsetzt. Speziell, wenn ihr sie später nochmal zusammenbaut. Hier kommen wir zum super wichtigen Thema, und zwar sind es die Messer. An meiner Hobelmaschine ist eine normale 4-Messerwelle verbaut. Es ist keine Tersa-Messerwelle, die man einfach ausbaut, einbaut, einschaltet und durch die Rotation stellt die sich dann selber ein. Hier werden die einfach ausgebaut und neue kommen rein. Hier sind wir auch gerade beim Sprichwort. Ich kann euch wirklich empfehlen, schaut, dass ihr euch 2 Sätze Hobelmesser zulegt. Dann könnt ihr einen Satz immer benutzen. Den anderen könnt ihr zum Schärfdienst schicken und könnt dann tauschen, wenn ihr auch wirklich wieder scharfe Hobelmesser braucht. Hier seht ihr übrigens den direkten Vergleich von den frisch geschliffenen Hobelmessern. Das sind keine neuen Messer, die wurden einmal geschliffen, weswegen die einen noch besseren Glanz haben. Und ich kann es euch wirklich sagen, die sind rasiermesserscharf. Und rechts daneben seht ihr die alten Hobelmesser und die hatten es wirklich nötig. Da waren keine Scharten drin. Das ist schon mal gut, die waren einfach nur stumpf. Und auch dann seht ihr wieder, dass ich an der Stelle Druckluft benutze, um die letzten feinen Staubpartikel zu lösen. Dass wir nirgendwo zwischen dem Messer und der Aufnahme Staub haben, dass das Ganze halt eben einfach formschlüssig miteinander später verpresst werden kann. Nachdem ich alle Messer getauscht habe, prüfe ich immer die Rückschlagsicherung, ob die noch gängig ist. Das sind diese Krallen. Die verhindern einfach, wenn ein Stück Holz nach hinten geschossen wird, dass es durchgängig nach hinten geschossen wird. Im idealen Fall klemmen dann halt eben diese Krallen euer Holz auf den Tisch, dass es nicht nach vorne rausfliegen kann zu euch. Was kann da passieren oder was ist da sogar schon passiert? Da haben schon Schreiner ihr Augenlicht verloren, weil sie halt eben während der Nutzung unter die Hobelmaschine geschaut haben und dann Kleinteile oder eine ganze Leiste nach hinten geschossen wurden. Und deswegen empfehle ich euch immer, dass ihr nie vor der Maschine unter die Hobelmaschine schaut, wenn ihr gerade die Maschine am Laufen habt. Wann immer ich auch die Hobelmaschine, nachdem ich sie zusammengebaut habe, wieder eingeschalten habe, lasse ich sie erstmal kurz laufen. Eine Minute, zwei reicht auch eigentlich schon aus. Einfach nur, um zu hören, ob sich irgendwas komisch anhört.
Wenn ich das getan habe, dann freue ich mich immer erstmal kurz. Dann wird die Absauganlage eingeschaltet und ich kann mich wieder selbst überzeugen, dass ich viel zu lange gewartet habe, die Hobelmesser zu tauschen. Denn das ist ein absoluter Unterschied. Ich finde, man hört auch im Video so ein bisschen, dass die Hobelmaschine nicht mehr so schlägt, sondern das ganz feine, ganz sauber, sondern dass die Maschine das Holz ganz sauber weghobelt. Nach der Dichte geht's zur Abrichte. Die beiden sind ja wie Bruder und Schwester. Und was ich bei der Abrichte als erstes immer mache, ist den Anschlag zu demontieren. Und danach mache ich was recht Spannendes. Das sieht man bei neuen Maschinen gar nicht mehr. Den Zuführtisch und den Abgabetisch kann man nämlich nach außen ziehen. Deswegen löse ich diese jeweils vier Schrauben, damit ich einfach mehr Platz an der Hobelmesserwelle habe. Achte da mal drauf, ich ziehe die Tische danach einfach auseinander. Ist das nicht cool? Und die ist bestimmt 60, 70 Jahre alt, was die damals schon alles gebaut haben. Das ist mega, mega interessant. Und auch hier reinige ich als erstes so ein bisschen die Hobelmesserwelle, dass da keine Späne sind. Danach habe ich neue Messer eingebaut und die habe ich aus dem Grund erst einmal gesäubert, weil ich möchte keine Schmierschicht zwischen dem Keil und dem Hobelmesser in der Aufnahme der Hobelmaschine haben. Deswegen habe ich diese dünne Schmierschicht einmal entfernt, damit da halt eben nichts dazwischen ist, was irgendwie eine gleitende Wirkung hat. Warum ich nämlich neue Messer einbaue und nicht die alten geschärften, seht ihr gleich. Ist nämlich auch eine Sache, da solltet ihr unbedingt drauf achten, wenn ihr nicht so eine schwer gebaute Maschine habt wie ich. Und auch bei der Abrichthobelmaschine habe ich zunächst die Hobelmesserlehren eingestellt, damit ich halt eben das Maß des bestehenden Messers gleich wieder genauso einbauen kann. Das solltet ihr auch unbedingt beachten. Ihr solltet diese Hobelmesserlehren bei jedem zweiten Messer verdrehen. Stellt euch vor, euer Hobelmesser wird leicht so eingebaut. Das kann ja ein halber Millimeter sein. Und wenn ihr dann alle Hobelmesser so einbaut, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr hier einen Hobelmesserschlag habt und hier nicht. Das könnt ihr einfach verhindern, indem ihr eure Hobelmesserlehren einmal verdreht. Das bedeutet, eure Messer sind dann übertriebenermaßen so eingebaut. Das macht einen richtig großen Unterschied. Probiert das mal aus, weil gerade bei diesen günstigen Hobelmesserlehren würde ich behaupten, dass man die gar nicht so krass genau einstellen kann. Deswegen dreht die Hobelmesserlehren bei jedem nächsten Messer. Eine Sache, die ich an der dicken Hobelmaschine noch nicht angesprochen habe, ist das Festziehen. Ihr solltet unbedingt darauf achten, dass ihr die Schrauben gerade bei breiteren Hobelwellen von innen nach außen festzieht. Das ist echt wichtig. Das ist sogar bei der Hobelmesserwelle bei der Dichte eingraviert. Das müsst ihr machen, dass ihr keine Spannungen im Messer habt. Denn wenn ihr das Messer links und rechts festspannt und ihr habt einen kleinen Spalt in der Mitte und ihr zieht es dann fest, dann habt ihr eine enorme Spannung in eurem Messer. Und das könnt ihr einfach umgehen, indem ihr von der Mitte nach außen das Messer final festzieht. Wie fest sollte man eine Schraube festziehen? Das muss ich ehrlich sagen, kann ich euch nicht genau sagen. Ich knall die jetzt nicht fest bis zum Nimmerleinstag, weil ich muss sie ja wieder lösen. Vor allem, wenn ihr das jedes Mal macht, dann kann es halt auch eben sein, dass so eine Schraube mal kaputt geht oder doll wird. Das heißt, ich ziehe die Schraube handwarm an und dann noch ein kleines bisschen. Das ist so meine Vorgehensweise. Aber wenn da jemand von euch genauer weiß, welches Drehmoment man auf so eine Schraube bringen muss, schreibt es gerne mal in die Kommentare, das entzieht sich meines Wissens. Hier seht ihr auch einen wichtigen Punkt. Die Messer, die ich jetzt hier in der Abrichte hatte, waren verschieden tief. Das waren einfach die originalen Messer. Es ist eine Viermesserwelle, also habe ich die Messer so distanziert, dass sich quasi keine Unwucht bildet. Das heißt, ein großes Messer und ein schmales Messer und ein schmales Messer. Das solltet ihr bei kleineren Maschinen nicht unbedingt machen, weil ihr habt dann extreme Vibrationen. Bei diesen alten Dingern wird es wahrscheinlich kein Problem spielen, weil die so massiv gebaut sind. Aber lasst es euch gesagt sein, wenn ihr eine neuere Maschine habt, schaut immer, dass die Messer gleich tief sind bzw. gleich breit, damit ihr keine unnötige Vibration in eure Maschine, in eure Lager bringt und ihr halt eben frühzeitig kaputt geht. Die Hobelmaschine ist jetzt sowieso schon so ein bisschen demontiert, also reinige ich einmal die Tischoberfläche und danach kommt Silbergleit drauf. Das Material wurde mir vor knapp 10 Jahren mal von einem Zuschauer empfohlen und deswegen habe ich mir vor knapp 10 Jahren auch eine Dose gekauft. Ihr seht, langsam ist sie leer, ist aber kein Problem, wenn ihr noch keins habt, denn wir haben es jetzt offiziell im Kontoholz Online-Shop. Wir haben alles von Silbergleit im Repertoire, deswegen hier Eigenwerbung in eigener Sache, weil es mein Online-Shop ist. Alle Silbergleit-Produkte machen im Prinzip das Gleiche. Die verursachen, dass das Holz besser über die Maschinenoberfläche gleitet. Es ist zu empfehlen, bei solchen Abrich- und Dickenhobelmaschinen dieses pastöse Silbergleit zu benutzen. Das hat einfach die beste Wirkung. Wenn ihr eine Maschine habt, wie zum Beispiel eine Tischfräse oder ein Kantenbearbeitungsgerät, wo ihr einfach nicht so gut mit eurem Lappen drankommt, dann wird dort gerne das flüssige Silbergleit benutzt. Jetzt gibt es noch das flüssige Silbergleit Blanco und das reguläre. Da seht ihr hier den Unterschied. Das Blanco ist blank, das ist hell. Und das reguläre Silbergleit flüssig ist
etwas dunkler. Das wird tatsächlich entworfen, weil es einige Schreiner gab, die haben jede Menge von dem Material immer auf die Hobelmaschine zum Beispiel draufgetragen, ohne das einzureiben. Und dann hatte man mehr Rückspuren an dem Holz. Und wenn ihr viel helle Hölzer, wie zum Beispiel Esche, Ahorn verarbeitet, dann könnt ihr ruhigen Gewissens das Blanco nehmen. Wenn ihr verschiedene Holzsorten benutzt, könnt ihr auch ruhig das normale Silbergleitflüssig nutzen. Wenn ihr eine Hobelmaschine habt, empfehle ich euch dieses Material hier. Das reibt ihr einmal auf, kurz einwirken lassen. Und danach wischt ihr den Überschuss komplett wieder runter. Und danach gleitet euer Holz wunderbar. Wenn ihr eine Tischfräse zum Beispiel habt, wo ein Vorschubapparat ist und ihr jetzt nicht so gut drankommt oder ihr, wie gesagt, ein Fensterautomat habt, dann könnt ihr dort das flüssige Gleitmittel super aufsprühen. Und das ist dann eure Entscheidung, ob ihr das Blanco braucht oder ob ihr das reguläre Silbergleit nutzt. Schaut gerne, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Da findet ihr alle Produkte von Silbergleit auf dem Konterholz Online-Shop. Und da soll es in Zukunft noch ein paar weitere Infos geben, wie das so aufgestellt ist mit den verschiedenen Produkten. Aber für alle Heimwerker, ich würde euch das Pastöse empfehlen. Da haben wir verschiedene Größen, deswegen schnüppert da gerne mal durch. Tolles Material. Ihr habt bestimmt lange drauf gewartet. Danke an jeden, der jetzt noch am Video dran ist. Jetzt werde ich euch sagen, was mir damals in meiner ersten Werkstatt als krassesten Vorfall jemals an der Hobelmaschine passiert ist. Es geht hierbei nicht darum irgendwie, dass der Strom ausgefallen ist oder. Es geht um meine eigene Blödheit. Kann man ganz offen sagen. Also, wann immer ihr Hobelmesser tauscht, tauscht eure Messer, lasst euch nicht abbringen, geht ihr mit Mittagessen oder. Tauscht eure Messer fertig, macht einen Probegang und dann seid ihr fertig. Das habe ich nämlich damals nicht gemacht. Ich habe angefangen, meine Hobelmesser von meiner damaligen Scheppach Prima HM1 Abricht- und Dickenhobelmaschine zu tauschen. Ich habe mit dem ersten Messer angefangen, habe mit dem zweiten angefangen und mit dem dritten Messer habe ich angefangen und dann wurde ich irgendwie rausgerufen, war eine Stunde weg. Ich schaue mir das Ganze an, nachdem ich da nach dieser Stunde wieder reingekommen bin, denke, okay, die Messer sind ja wieder drin. Denn ich hatte vorher diese Hobelmesserlehre noch nicht und habe die immer mit einem Winkel geprüft, dass sie auf Höhe des Abgabetisches sind. Das heißt, augenscheinlich waren die Messer fest, die waren aber nur handwarm angezogen, weil ich sie ja noch eingestellt habe. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich mache die Brücke auf die Hobelmaschine wieder drauf, schalte die Maschine an und fange an, etwas abzurichten. Was könnt ihr euch vorstellen, ist passiert? Mir ist ein Messer rausgeflogen. Das war brutal beängstigend. Das war wirklich echt scheiße. Vor allem ist das Messer ja als erstes raus und ist dann auf den Abgabetisch geknallt. Das hat den Abgabetisch abgeschossen und hat den Abgabetisch auch komplett verbogen. Und das Messer ist danach weiter rausgeflogen. Es ist gesplittert und es ist halt eben komplett rausgeflogen. Zum Glück hatte ich da ein Stück Holz drunter, denn dieses Holz hat verhindert, dass das Messer nach oben fliegt. Okay, ich hatte noch die Brücke drüber, aber die war bei der Maschine recht klein. Die hätten nicht so viel gebracht. Das war aber wirklich einmal ein Schlag, puff, und da hat es mir halt eben das Holz nach oben geschleudert. Und das war bis dato der krasseste Vorfall. Wenn ich da einfach gestanden hätte davor und hätte die Maschine eingeschalten, dann wären vielleicht die Messer zu mir geflogen oder das Messer. Oder die Stücke, die entstanden sind, die rausgebrochen sind, als sie auf den Abgabetisch oder als sie auf den Eingabetisch drauf geflogen sind. Das war echt uncool. Ich habe eine ganze Woche nicht mehr diese Maschine benutzt. Wir konnten sie zwar flicken, aber trotzdem will ich das keinem wünschen, der irgendwie mal ein Hobelmesser tauscht, dass dem das dann danach rausfliegt. Die Abrichte ist jetzt zusammengebaut, jetzt wird es eingeschalten und jetzt wisst ihr auch, warum ich mich, wenn ich die Maschine einschalte, immer ein bisschen seitlich, ein bisschen weiter weg von der Maschine positioniere. Denn falls was passiert, bin ich nicht genau in der Flugrichtung. Man merkt jetzt schon einen richtig tollen Unterschied. Die Messer hacken nicht mehr das Holz raus, die Messer schneiden ganz fein das Holz runter und man kann wirklich mit einer Einfachkeit das Holz über die Abrichte schieben. Das ist wirklich toll. Und hier auch ein kleiner Punkt. Dieser Messerschlag. Die alten Maschinen sind robust und manchmal sind sie auch ein bisschen durchdachter. Den kann man bei der super einfach umgehen, denn ich kann den Abgabetisch auch ganz einfach nach oben drehen. Das heißt, wenn ich etwas füge und ich hinten einen leichten Messerschlag feststelle, dann drehe ich einfach den Abgabetisch ein bisschen nach oben und habe keinen Hobelschlag mehr. Natürlich ging es dann noch an die Dickte und da habe ich im zweiten Gang ungefähr 3 bis 5 mm von diesem Brett runtergehobelt und da seht ihr gleich mal einen direkten Unterschied. Die Hobelqualität ist natürlich nicht perfekt bei dem schnellen Gang, aber wenn ihr erstmal alle Bretter auf ein gleiches Maß bringen wollt, ist das ein absoluter Gamechanger, denn dann könnt ihr wirklich einiges an Holz sehr effizient und schnell hobeln. Und wenn ihr dann eure Dicke erreicht habt, könnt ihr im langsamen Gang 1 mm weghobeln und dann habt ihr wirklich eine brillante Oberfläche. Und ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie schlecht die Oberfläche vorher war. Denn jetzt fühlt sie sich samtig glatt an und vorher hat man überall diese Riefen gemerkt. Und man kann auch jetzt ohne Probleme an der Maschine wieder 5 mm hobeln. Es hört sich eigentlich recht, ja, normal an und
Das ist ein absoluter Vorteil jetzt wieder. Leute, das Video wurde, glaube ich, ein bisschen länger dieses Mal, aber mir war es wichtig, dass ich alle Punkte, die relevant sind, auch wirklich in diesem Video thematisiere, dass wenn ihr mal nicht mehr sicher seid, wie das Ganze funktioniert, ihr in dieses Video schauen könnt und ihr nochmal an einer dicken Hobelmaschine und an einer Abbrichthobelmaschine seht, wie das Ganze funktioniert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich euch weitergeholfen habe. Wenn ihr in einem Jahr die Hobelmesser tauscht, schaut gerne euch dieses Video an. Ich werde euch sagen, wie es funktioniert. Also Leute, tschüssi!